bist nicht das, was sie dir sagen. Neue Zellkulturen werden abgestoßen. Wie ein Virus bekämpft. What the fuck? Vielleicht ist es auch so ein Gedanken, so eine Art Gehirnkonstrukt. Was kommt das denn gerade her? Cargo Bay, Shuttle Bay, Arboretum, da soll ich hin. Das gesamte Ökosystem der Typhon scheint sich um die Erzeugung dieser Substanz zu drehen. Die Forscher nannten sie Koralle. Wunderschön, aber wir kennen ihren Zweck nicht. Außerhalb des Eindämmungszylinders hat sie sich noch nicht ausgebreitet. Bis jetzt. Ich gehe erstmal da lang. Radioaktivität, oder? Das sieht nach Radioaktivität aus. Ja, Radioaktivität, scheiße. Ich muss sowieso da lang. Scheiße, der hat mich schon gesehen, oder? Ich hab ne Idee. Oh, war eine scheiß Idee. Ich werde ihn mal umbringen. Okay, vielleicht doch nicht so eine gute Idee, zu dem hinzugehen. Habe ich ihn jetzt besiegt? Hier liegt irgendwas. Ach, das sind die ganzen Partikel, die ich gerade durch die Scheiße hier. Schon. Freut er mich?
Ich trau dem Schrott nicht. Hier ist leitende Systemingenieurin Ilyushin. Das Kraftwerk wurde beschädigt. Ich wiederhole, das Kraftwerk wurde beschädigt. Wird auch Zeit, Sam. Chief, ich bin kein Kommunikationstechniker. Ich tue mein Bestes. Mika, hier ist Sicherheitschefin Elazar. Hören Sie mich? Sarah? Ja, ich höre Sie. Hab versucht, mich ins Lautsprechersystem zu hacken. Mein Team ist im Frachtraum und diese Dinger auch. Kriechen überall auf der Station herum. Hauen sie überall mit der Rohrzange drauf. Aber prüfen Sie sie erst. Genau, Sam. Diese Dinger, hauen sie auf alles drauf, was freisteht. Und wenn es auf sie losgeht, bringen sie sich in Sicherheit und melden sie sich dann via Transcribe. Ich schicke ihnen eine sichere Leitung. Klar? Verstanden. Mein Transcribe ist in der Kühlmittelüberwachung. Bin auf dem Weg dorthin. Kann mich da einsperren. Alles klar? Muss nur kurz durchatmen. Sarah, können Sie mir sagen, was passiert ist? Mika, suchen Sie Schutz. Was zum Teufel ist das? Ist das ein Fisch oder? Das sind Fische, oder? Irgendwie widerlich aus. Ja, es sind Aale. Ich möchte denn jetzt endlich eine Karte? Ich habe eine Karte. Frachtwald, danke fürs Gespräch. Nicht genug Platz, na toll. Fängt jetzt auch schon wieder an. Hat er noch Sachen hier? Ja. Nein! Moment mal, der hatte noch was anderes. Ersatzteil, ja gut, ich wollte. Hier geht's runter zum Arboretum, wo ich hin muss. Schwerkraft normal. Ich glaube, ich habe den Level geschafft. Dem Frieden nicht. Warum leuchten die denn so komisch? Das ist ekel. Hackbier. Recyclerladung, Ersatzteile. Scheiße, ey. Ich hab keinen Platz mehr. Was habe ich denn alles für einen Scheiß dabei? Jede Menge Hack. Okay, mal gucken, was habe ich dann hier für einen Dreck? Ich könnte hier noch, das kann ich rausnehmen. Hier mit einer Shotgun, Feuerkraft, Rückstoß, Munitionskapazität, bitte einmal. Nachladegeschwindigkeit nicht so wichtig, Rückstoß auch nicht, Feuerkraft würde ich gerne noch haben. Wir können die Pistole noch verbessern. Magazin habe ich doch schon. Effektive Reichweite, Präzision. Ich hau mal hier noch die Reichweite rein. Jetzt habe ich zumindest wieder ein bisschen mehr Platz. Recyclerladung noch mitzunehmen.
Ja, dann würde ich sagen, let's go. Let's go. Das Arboretum ist ein Zeugnis der technischen und finanziellen Möglichkeiten der Transtar Corporation und bietet eine erdähnliche Umgebung, in der die Besatzungsmitglieder der Talos eins zur Ruhe kommen können und sich entspannen können. Es wird garantiert entspannt. Umweg. Sie haben es geschafft. Gute Arbeit. Der Eingang zur Datenzentrale befindet sich außerhalb des Arboretums. Das Büro Ihres Bruders ist ebenfalls hier oben. Jupiter in seinem Palast an der Spitze des Himmels. Das haben Sie immer hinter seinem Rücken gesagt. Aber dann wären Sie... was? Neptun? Pluto? Gott. Der Tode erschrocken gerade. Es kommt davon, wenn man den Raum nicht scannt. Habe ich das Vieh jetzt erwischt? Ich glaube, ich habe es nicht erwischt. Okay, ich kann das noch nicht machen. Ich muss erstmal hier Scheiße einlagern. Pistole. Was wollen wir noch nicht haben? Die von Köder behalten wir mal. Noch eine Rohrzange. Auch kein Mensch. Jetzt kann ich Sachen bauen. Und ich mal Zeit. Erstmal sammle ich den Scheiß hier noch ein. Hallo, Dr. Kerstrup. Ich wollte Sie nochmals bitten, eine der Verzichtserklärungen der Volontäre sehen zu dürfen. Anna, Sie haben doch heute frei. Ich hatte Zeit, also dachte ich mir... Ich hab doch gesagt, die VVEs sind vertraulich. Mir sind die Hände gebunden. Aber gibt es denn keine Erlaubnis für die Wissenschaftler? Ich meine, Herrgott, ich muss schließlich die Befehle eingeben. Hören Sie zu, ich verstehe Sie. Wirklich. Sie wären kein Mensch, wenn das leicht für Sie wäre. Ich wollte nur sicher gehen. Vertrauen Sie mir. Alles, was wir tun, ist absolut legal. Und zwar, weil die Talos 1 außerstaatlicher Raum ist. Hier gibt es keine Gesetze. Anna, Sie sind müde. Das beeinflusst Ihr Urteilsvermögen. Ich habe das eine Weile toleriert, aber genug ist genug. Sie brauchen etwas Erholung. Verstanden? Ja, Dr. Kerstrup. Verstanden. Gut. Jetzt bin ich für mein Treffen mit Alex spät dran. Ja, da hat jemand offenbar die ganzen Sachen hinterfragt. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Was ist denn mit mir? Wie ist denn die Gesetzeslage überhaupt auf der ISS? Genau dieselbe Gesetzeslage als auf der Erde? Oder haben die da Sonderrechte? Ich kann die Pistole hier nochmal wegschmeißen. Kann ich nicht den ganzen Scheiß hier auch wegbringen? Material, Eintrag oder Ertrag? Das braucht doch kein Mensch hier, den Scheiß hier. Jetzt mal. Für die Hersteller, Sicherheitshinweis.
Habt Notizen, selbst gut versteckte und keine sichere Methode zum Aufbewahren ihres Terminal-Passworts. Er hört gar nichts, Mara. Munition habe ich denn? Glue habe ich genug. Laser, ich mach mir mal ein bisschen. Ich mach mir mal auf jeden Fall erstmal Medikit. Schallgedämpfte Pistole kann ich jetzt auch herstellen. Ah, da gibt's doch mehr, oder? Anzugreparatur kann ich jetzt auch machen. Neuromods, Schrotpatronen kann ich herstellen. Machen wir erstmal Medikit. Dann habe ich jetzt 3 Stück. Das sollte erst einmal reichen. Ich kann jemandem was essen. So, Neuromods habe ich 4 Stück. Das heißt, ich könnte jetzt das Hacken machen. Neuromods. Hacken Stufe 2 könnte ich jetzt machen. Dann könnte ich in den Vorraum nochmal gehen. Aber was brauche ich denn? Hacken Stufe 2, genau. Stoffwechselboost, Neuro. Ops. Neu. Necro. Necropsie, so. Hier könnte ich die Hebelkraft mitnehmen. Waffenschmied. Genau, Upgrade für die Waffen. Reparatur 2. Anzugmodifizierung, dass ich mehr Inventarplatz habe. Das ist nicht so wichtig. Bei Energy, da reicht es noch für nichts. Verwandlung Stufe 4 könnte ich machen. Und hier geht auch nichts. Dann werde ich auf jeden Fall erst einmal das Hacken nehmen. Hacken Stufe 2. So, dann nehme ich einen Schuss Munition mit. Oh, wie sieht es mit der Shotgun aus? 11 Schuss, da brauchen wir dringend was. Kann ich da noch eine machen? Blue brauchen wir nicht. Medikit könnte ich noch machen. Ich könnte noch einen Neuromod machen. EMP-Ladung. Schallgedämpfte Pistole. Anzugreparatur-Kit muss ich mal gucken. Taste. Ich glaube, ich habe 1. Und dann mache ich mal, glaube ich, noch 2. Ach komm, einer geht noch. Kann immer noch Sachen machen, okay. So, ich werde jetzt erstmal einen benutzen noch. So, 75 sollte erst einmal reichen. Dann mache ich doch noch einen, go. Oh, dann nehme ich noch einen Neuromod. Ein Neuromod braucht, glaube ich, relativ viel, ja. Ein Medikit könnte ich noch bauen, aber ich habe 3 Stück. Das reicht, glaube ich, erstmal. Shotgun Pistole brauche ich nicht. Schrotpatronen, wie viel habe ich jetzt? 35. Dann mache ich nochmal einen Schuss Schrotpatronen. Aber 47 Schuss, jetzt kann man nicht mehr so viel machen. Dann nehme ich noch ein Medikit mit. So, jetzt sind wir fertig. Haben wir alles fertiggestellt. Speichere ich nochmal, sowohl Schnellspeicher als auch.
Was zwar nicht, was es bringt, aber kann es machen. Mal, was die Zeit sagt. Ich habe noch ein bisschen Zeit. So, dann gehe ich jetzt weiter. Batterien, ich guck mal hier lang. Kann ich jetzt hacken, die Stufe 2, kann dann also danach theoretisch nochmal zurückgehen und die ganzen Sachen noch aufhacken. Ach, hier ist die Mimik gleiche. Also nochmal Schubpatronen drin gewesen. Schau, ne? An 48 Schuss habe ich jetzt in der Pumpgun. What the fuck? Morgan, alles in Ordnung? Über diesen Typhon, da gibt es keine Informationen. Halten Sie sich von ihm fern. Ach du Scheiße.